Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Schlacht. So, ich spiele wieder gegen den Gegner vom letzten Mal. Diesmal spiele ich die Alan gegen Westrom. Und ja, schauen wir uns das gleich mal an. Ich habe wieder eine Armee dabei, ja, die ein bisschen anders ist, ein bisschen experimentell. Okay. So, also ich habe erstmal hier normal wieder, viermal germanische Bogenschützen. Das sind die mit der sehr hohen Reichweite. Mit extrem hohen Reichweite. Ich glaube 200 Punkte oder sowas. Das heißt, ich bin ihm da etwas überlegen, aber das schauen wir gleich an. Ansonsten habe ich hier noch einmal germanische Armbrustschützen auf der linken Flanke. Das ist wirklich nur irgendwie experimentell gewesen, also ich habe gedacht, ja, vielleicht kann ich irgendwie auf der Flanke ein paar Kavalleristen erwischen. Vor allem, da sie einen sehr hohen rüstungsdurchbrechenden Schaden haben. Von 65, 50 Punkte. Das ist sehr hoch. Aber natürlich ist es ein bisschen schwierig, die Kavallerie zu erwischen im Kavalleriekampf, also mit Fernkämpfern. Deshalb sehr experimentell. Wieder zweimal Speerträger an den Flanken als Unterstützung. Für die Kavallerie, die bestand aus zweimal alanischen Adelskavalleristen und einmal den germanischen Briten Kriegsbanden. Jeweils auf jeder Flanke. Das heißt, relativ ähnlich wie beim letzten Mal, abgesehen davon, dass ich diesmal Nahkampfkavalleristen habe, anstatt von Schockkavallerie. Ansonsten habe ich hier viermal die sarmatische Kriegsbande. Das ist eine ganz durchschnittliche Infanterieeinheit. Die ist ganz okay, also für den Preis. Und ansonsten hier die agathyrischen Krieger, das sind Falksträger. Die habe ich gehofft, im Ansturm einsetzen zu können. Und, ja, den alanischen General. Ich glaube, das war's. Yep. Okay, dann schauen wir uns das beim Gegner an. Er nimmt hier erstmal eine defensive Position ein, aber da ich hier einfach diese Bogenschützen habe, wird er keine andere Wahl haben, als schnell anzugreifen. Er hat hier die Scolae Palatinae sechsmal, also dreimal auf jeder Flanke. Eine sehr starke Einheit. Nahkampfkavallerieeinheit. Ansonsten die Amigeri Defensoris, also die kenne ich jetzt eigentlich nicht wirklich, aber von den Werten her sehen sie relativ mittelmäßig aus, haben aber eine sehr gute Rüstung, was natürlich für mich schlecht ist, also für meine Bogenschützen. Ansonsten noch hier viermal die Ballistari, also Armbrustschützen, dreimal Auxiliar Speerträger, also Auxiliar Palatina. Nochmal zwei Scolae Gentiles und dann den Magister Militum als General. So, wie gesagt, er ist hier gezwungen vorzurücken, aufgrund meiner sehr hohen Reichweite. Dafür lasse ich es auf den Flanken eher langsam angehen, denn ich habe da wirklich keine Eile. Ich bin ihm da wieder mal etwas unterlegen, vor allem hier wegen der sehr leichten Nahkampfkavallerie. Ja. Er hat hier seine Armbrustschützen in loser Formation, er ist aber noch nicht nah genug dran, um zu schießen. Ich habe aber bis jetzt sowieso noch gar keine Verluste zugefügt, außer hier Kollateralschäden bei den Armbrustschützen, sehr viele sogar, erstaunlicherweise. So gehen wir hier auch kurz auf Zeitlupe. Er hat hier, ja deshalb, also, ich glaube vor ein paar Videos war das, jemand hat vorgeschlagen, ich soll die lose Formation benutzen, aber das hier ist genau der Grund, warum ich sie einfach nicht benutze. Weil sie dadurch einfach extrem leicht von Kavallerie abgefangen werden kann. Also ihr seht, man kann eine Einheit in loser Formation so gut wie gar nicht beschützen. Man bräuchte hier vier Einheiten, um irgendwie alle Seiten abzudecken. Und allein dadurch, dass er hier einfach näher ran muss, kommt er hier, ja, außerhalb der, ja, ich stotter hier rum, also kommt außerhalb des Schutzbereiches seiner Nahkampfeinheiten sozusagen und ich kann ihn da einfach leicht erwischen. Also ob es sich wirklich lohnt, weiß ich jetzt nicht. Aber das war jetzt hier einfach mal ein gutes Beispiel, um zu zeigen, warum ich persönlich einfach die lose Formation nicht gerne benutze. Und wie ihr seht, nutzt sie auch nicht wirklich was gegen feindlichen Beschuss, denn er hat hier schon extrem viele Verluste erlitten. Okay, meine Einheiten sind jetzt nicht wirklich in sehr dünnen Formationen, ich hasse es einfach. Aber Einheiten in sehr dünner Linie zu haben, ist besser als in loser Formation. Bezüglich des erlittenen Schadens bei gegnerischem Beschuss. Bei Ansturm sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus, aber seine Fernkämpfer sollte man sowieso nicht von Kavallerie erwischen lassen.
So, genau das versucht er gerade hier. Ich ziehe meine Einheiten rechtzeitig zurück. Einigermaßen. Doch, ich ziehe sie rechtzeitig zurück. Aber ich habe hier leider... Die werden ja auch hier ziemlich zusammengeschossen, aber das ist hier leider nicht Rome 2. Also obwohl meine Einheiten stationär waren und seine Einheiten komplett zusammengeschossen wurden von Pila, werdet ihr gleich sehen, wie viel Verlust er mir hinzufügt. Ja, hier von 160 Einheiten auf 100. Hier von 160 auf 80. Auf, nee, komplett vernichtet in einem Ansturm. Das ist einfach komplett lächerlich, finde ich eigentlich, aber so ist es halt leider. Deshalb hatte ich auch in der letzten Schlacht die bosporanische Infanterie mitgenommen, denn das ist eine der wenigen Einheiten, die gegnerische Anstürme ganz gut standhalten kann. Na gut, dafür sind seine Einheiten jetzt hier komplett vernichtet worden durch meine Fernkämpfer und durch die Pila. Auf der rechten Flanke ist der Kavalleriekampf schon losgegangen, wie ihr vorhin gesehen habt. Meine Einheiten sind seinen da weit überlegen. Dafür schickt er hier gleich Infanterie, Unterstützung rein. Auf der linken Flanke sieht es ähnlich aus. Wie gesagt, hier wieder einer meiner Versuche, mehrere Einheiten mit zwei Einheiten zu binden, was einfach nicht klappt. Und na doch, hier einigermaßen hat es geklappt. Ausnahmsweise mal, weil seine Einheiten nicht so weit auseinandergezogen waren. So, er schickt jetzt hier seinen General in die Nähe, um seine Infanterie zu unterstützen. Ich werde das gleich dann versuchen auszunutzen und werde mit meinem Bogenschützen raufschießen. So, ich habe hier einen Ansturm gelandet mit meinen Falksträgern. Der war nicht sehr gut, weil ich sie zu spät hier vor meine Einheiten geschickt hatte. Oh, sie konnten trotzdem sehr viele Kills hier ansammeln. Schauen wir uns das mal an. Oh doch, sehr gute Ansturm eigentlich, also relativ gute. Könnte besser gehen, aber das war schon ganz in Ordnung. Ich lasse meine sarmatischen Kriegsbanden erstmal hinten dran, aber nee, ich schicke sie dann gleich drauf, weil sie sowieso schon im Nahkampf hier gebunden sind. Ja, auf der rechten Flanke habe ich hier mit der einen Einheit alanischer Adelskataphrakte sehr entscheidend gewonnen, also die sind den Scholae Palatinae weit überlegen. Die werden jetzt hier der Infanterie zur Unterstützung kommen. Ich schicke hier dann... Ich schieße mit allen meinen Fernkämpfern auf den General. Sollte ich eigentlich jetzt? Also ich habe hier meine Armbrustschützen draufgerichtet. Ich weiß nicht, was meine Bogenschützen machen. Habe ich anscheinend doch nicht getan. Hätte ich aber machen sollen. Auf der linken Flanke hingegen läuft es eher problematisch. Die einen alanischen Adelskavalleristen wurden hier von einer Überzahl erledigt. Ich stehe hier weiterhin in den Speerträgern drin. Die Männer verlieren die Hoffnung. Ja, und ziehe meine Einheiten raus, was natürlich wieder weitere Verluste bringt. Dafür läuft es bei der Infanterie ganz gut. Ich konnte hier mit der Kavallerie zur Unterstützung kommen. Ja, aber es sieht wirklich problematisch aus. Also, wo ist eigentlich mein General? Übrigens hier, ich glaube, das ist ein Fehler im Spiel oder sowas. Ihr seht, wir haben hier zwei gegnerische Generäle. Einer davon ist meiner. Das hat mich schon im Spiel... Nee, Quatsch, hier. Das Symbol wurde einfach überdeckt. Das hat mich schon im Spiel komplett genervt. Also ich habe hier meinen General in die linke Flanke reingeschickt, weil ich da einfach mehr Unterstützung gebraucht habe. Ich werde hier die eine Einheit vielleicht aufreiben können. Allerdings wird er hier weitere Einheiten zur Unterstützung schicken. Weiterhin kann er hier meine Armbrustschützen bekommen mit seinen Scholae Palatinae. Ich kann jetzt noch mit Infanterie zur Unterstützung kommen, aber er beschießt mich auch mit seinen Armbrustschützen. Das heißt, ich werde hier weiterhin meine Infanterie draufschicken müssen. Dafür habe ich hier die Infanteriebegegnung gewonnen. Hab zwar nicht mehr selbst viel Infanterie übrig, aber dafür hier eine alanische Adelskavallerieeinheit frei bekommen. Mit der werde ich versuchen, hier weiter zu unterstützen. Aber mein Problem ist einfach, dass mein General hier drüben feststeckt. Es läuft zwar zur Zeit noch relativ gut, aber er wird hier weitere Unterstützung schicken. Also er wird hier seinen eigenen General noch reinschicken. Eine Einheit wurde vom Feind gänzlich zerstört. Ja, es läuft eigentlich trotzdem relativ gut. Ich habe hier noch meine ganzen Bogenschützen dabei. Mit denen versuche ich jetzt hier seine Kavallerie zusammenzuschießen, was mir gelingen wird. Und gehe stattdessen mit meiner Adelskavallerie dann seinen Armbrustschützen entgegen. Ihr seht, ich habe hier das ganz gut geschafft. Also seine Kavallerie wurde hier vernichtet. Und es läuft eigentlich relativ gut, denke ich. Seine Armbrustschützen sind ein kleines Problem, aber ich habe sie hier dann letzten Endes doch im Nahkampf bekommen, vor allem hier mit meinen Adelskavalleristen. Weiterhin habe ich hier seine paar Einheiten Speerträger, also Palatiner, Auxiliar-Palatiner, mit meinen Infanterieeinheiten gebündelt. Das sollte ich eigentlich auch schaffen. Schicke jetzt dann hier meine Fernkämpfer zur Unterstützung auf die linke Flanke.
Genau, allerdings stirbt genau in diesem Moment dann mein General. Und ja, es sieht eigentlich normalerweise sehr gut aus. Also mit meinen ganzen Fernkämpfern könnte ich seine Einheiten sehr gut zusammenschießen. Das Problem ist, dass genau in diesem Moment, ihr ahnt schon, meine Infanterie, meine Moral zusammenbricht. Hier die zwei Einheiten, die eigentlich hätten gewinnen müssen, fliehen dann. Und ähnlich sieht es dann aus, ja, mit meinen Fernkämpfern. Klar, die werden hier auch von Kavallerie erwischt, aber ja, es ist natürlich meine Infanterie, die eigentlich nicht hätte fliehen sollen. Und vor allem hier die Kavalleristen, die jetzt ziemlich schnell aufgerieben werden. Na gut, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn mein General noch ein bisschen länger überlebt hätte. Aber ich hatte auf jeden Fall keine schlechten Chancen. Es war einfach sein General, der es am Ende entschieden hat. Es war einfach in der Mitte der Schlacht, als ich gesagt hatte, dass ich meine Bogenschützen auf ihn richte und es nicht getan habe. Das hätte ich vielleicht besser machen sollen. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Denn er war sehr lange in meiner Reichweite. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es übersehen oder ich hätte es machen sollen. So, schauen wir uns die Statistik an. Ja, meine Bogenschützen, ich weiß nicht, ob sie sich gelohnt haben. Sie sind halt relativ teuer. Hätten sie den General in der Mitte erledigt, hier, der hat extrem viele Kills, hätten sie das getan, dann hätten sie sich gelohnt, aber dadurch, dass sie ihn am Leben gelassen haben, also da ich weiß nicht warum, keine Ahnung, habt ihr meine Aufmerksamkeit irgendwie wahrscheinlich nicht drauf gerichtet gehabt. Hingegen haben meine Falksträger, also die agathyrsischen Krieger, sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, sie hatten hier die Amigere Defensores angegriffen, ja. Die hatten sie sehr gut angegriffen, obwohl die Anstürme jetzt nicht so gut waren, aber so 160 Kills pro Einheit, das ist schon extrem gut. Haben sich also auf jeden Fall gelohnt. Hier die sarmatische Kriegsbande war eigentlich auch sehr gut, abgesehen von den Einheiten, die von Kavallerieanstürmen einfach komplett, ja, niedergemäht wurden. Also das ist teilweise wirklich ein bisschen lächerlich. Also die eine Einheit wurde mit einem Ansturm der Scholae Palatinae, oder nee, das war hier die, waren hier die Scholae Gentiles, das sind anscheinend Schockkavalleristen, also die hat mein Gegner ganz gut eingesetzt, relativ gut, die wurden dafür komplett vernichtet. Aber sie haben mit einem Ansturm zwei meiner Einheiten komplett vernichtet. Vor allem die eine Einheit wurde ja direkt im Ansturm einfach, ich finde das ein bisschen unrealistisch, also ja, ein bisschen nervig halt, aber so ist es halt, so ist es gerade. Ansonsten hier, meine Speerträger haben sich wie üblich, also was heißt wie üblich, aber wie beim letzten Mal, ganz gut abgeschnitten. Nur mein General war diesmal nicht so gut. Ist auch der alanische General, der ist, glaube ich, nicht so stark wie, ich glaube, der kostet nur 400 Denare. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Armbrustschützen waren ganz in Ordnung, aber sie haben sich nicht gelohnt, denn die kosten 400 Denare oder sowas. 400 Geldeinheiten. Das heißt, sie haben sich nicht gelohnt. Die hätte ich auch bleiben lassen können. Stattdessen eine, ja, stattdessen eine bessere Kavallerieeinheit. Also wie auch schon in der letzten Schlacht, einfach mehr Kavallerie, mehr und bessere Kavallerie hätte mir ganz gut getan. So, seine Speerträger haben sich auch extrem gut geschlagen. Ich weiß nicht genau, woran das lag, vor allem diese Einheit hier. Seine Ballistari waren ganz gut. Seine Scholae Palatina hingegen waren relativ schlecht, weil sie einfach meinen Adelskavalleristen unterlegen waren. Aber am Ende hat es halt gereicht, also ich denke, es war trotzdem eine ganz gute Schlacht. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.